Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Ich heiße Thilo Gries und ich komme ursprünglich aus Niedersachsen in Deutschland und habe lange in Köln gewohnt. Was machen Sie hier in Moskau? Wie lange sind Sie schon hier? Ich bin Journalist. Ich bin Korrespondent des Deutschlandfunks. Das ist der öffentlich-rechtliche Hörfunk in Deutschland. Und ich bin seit ein, dreiviertel Jahren hier in Moskau und seit etwas mehr als 2 Jahren lebe ich in Russland. Könnten Sie uns bitte eine besondere Geschichte oder Anekdote aus Ihrem Berufsleben in Russland erzählen? Oh, ich kann Ihnen ganz viele besondere Geschichten erzählen. Also zum Beispiel, ich meine, eine besondere Geschichte. Also jetzt ganz spontan, ich habe nicht drüber nachgedacht, ich glaube ganz interessant war im Sommer, als ich, als die WM hier in Russland lief und ich zu einem Fußballspiel nach Kasan gefahren bin. Das legendäre, entsetzlich schlechte Spiel, letzte Spiel der deutschen Mannschaft in Kasan gegen Südkorea und ich bin hingefahren in einem dieser, der kostenlosen Züge für die Fans der RGD nach Kasan und zurück. Und die Gespräche, die wir dort hatten, die ich dort hatte, nachts im Zugrestaurant mit Fans aus Südkorea, aus Deutschland, aus Russland auch ganz viele, die waren ganz, ganz spannend, sehr, sehr schön, ganz unerwartet und bleiben mir sehr in Erinnerung. Danke sehr. Wie ist Ihr Interesse an russischer Sprache, Kultur entstanden? Also ich war schon als Zivildienstleistender zum ersten Mal hier in Russland, aber nur kurz. Da war ich zum ersten Mal in St. Petersburg. Und seitdem war ich dann eher in Osteuropa sozusagen, die Länder zwischen Russland und Deutschland. Und ich habe dann aber mir in den Kopf gesetzt, 2014 Russisch zu lernen, als alle über Russland, die Ukraine und die Krim gesprochen haben. Da habe ich gedacht, ich möchte gerne mal Russisch lernen, um Russland und Russinnen und Russen ein bisschen besser zu verstehen. Interessant. Noch ein paar Fragen. Ist dein Studienaufenthalt in Russland populär bei den jungen Menschen in ihrem Land? In Deutschland? In Deutschland. Ich glaube, leider nicht besonders. Nein. Ich habe keine Zahlen im Kopf, wie viele es sind und ob es mehr werden oder ob es weniger werden. Es gibt natürlich recht viele, aber sehr viel populärer sind andere europäische Länder. Das liegt einfach, glaube ich, daran, dass es einfacher ist, dorthin zu gehen. Es ist im Zweifel, hat es ein besseres Image. Zum Beispiel nach Spanien, Frankreich oder Italien oder so zu gehen und dort zu studieren, als nach Russland. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch sehr gute Universitäten in Deutschland gäbe mit sehr starken Studiengängen, bei denen die Leute dann schon hier auftauchen. Die sehe ich ja jetzt hier auch in Moskau oder in St. Petersburg oder auch. Was haben Sie hier in Russland schon gelernt? Wovon träumen Sie? Wovon ich träume? Ich träume davon, irgendwann ein Russisch, was ich schon spreche, aber so zu sprechen, dass man mir nicht mehr anhört, dass ich ein Deutscher bin. Das wäre mal richtig schön. Aber es ist richtig, natürlich sehr, sehr schwierig. Aber ich bemühe mich jeden Tag. So, das wäre ein Traum. Was habe ich gelernt? Ich habe unheimlich viel gelernt an nicht nur Sprache, weil ich ja so leidlich auch spreche, sondern jeden Tag treffe ich in meinem Beruf neue Menschen, die hier leben und lerne deren Leben kennen. Das, oder Teile zumindest davon. Und das empfinde ich als ein großes Geschenk und Privileg. Danke. Was sagen Ihre Eltern und Freunde zu Ihrer Wahl in Russland zu arbeiten? Manche haben sich gewundert und ganz viele haben mich sehr unterstützt und gesagt, das ist toll, dass du das machst. Meine Mutter hat aber auch gesagt, das ist ganz schön weit. Wann sehen wir dich dann mal wieder? Wohingegen mein Vater gesagt hat, mach mal hin. Aber das hat er immer schon gesagt. Also so ganz unterschiedlich, aber sehr viele positive Reaktionen. Was gefällt Ihnen hier und was eher nicht? Oh, das ist eine große Frage, da weiß ich gar nicht, wie ich da kurz drauf antworten soll. Da gefällt mir ganz besonders die Unterschiedlichkeit der Regionen.
ich reise ja auch immer mal wieder und komme raus aus Moskau. Moskau ist natürlich eine sehr, sehr spannende Stadt, aber ist ja natürlich nicht alles. Und viele Regionen sind sehr, sehr unterschiedlich und sowas mag ich sehr gerne, das kennenzulernen. Ansonsten, es gibt unheimlich viel, was hier neu ist, was für mich Fragen aufwirft. Es ist auch nicht so, dass ich, also ich bin ja in meinem Beruf, stelle ich ja viele Fragen und dann bekomme ich Antworten, aber viele Antworten generieren nochmal neue Fragen. Und dann stehe ich am Ende da nach einer Recherche und habe eigentlich noch mehr Fragen an das Land, an die Menschen und es wird einfach überhaupt nicht langweilig. Also nicht ein einziger Tag, seit ich hier bin, das kann ich wirklich so sagen, nicht ein einziger Tag war irgendwie langweilig. Danke. Was können Sie über Menschen in Russland sagen? Über Menschen in Russland? Über Menschen in Russland kann ich sagen, dass sie manchmal einen anderen Umgang haben miteinander, als ich das gewohnt bin aus Deutschland. Das ist auch so. Also gerade wenn es viele Menschen sind aufeinander, irgendwie in der Metro oder irgendwo, oder da ist es ein bisschen ruppiger, ein bisschen härter, als ich das kenne. Aber ich spüre auch und erlebe auch ganz, ganz viel Herzlichkeit und Zugewandtheit und ganz viel Freundlichkeit. Und zwar sehr früh schon, wenn man jemanden kennenlernt, einfach als Menschen kennenlernt. Kann ich mir manchmal gar nicht erklären, woher das kommt, aber ich nehme auch das als ein kleines Geschenk, wenn es passiert. Haben Sie neue russische Freunde gefunden? Ja, auf jeden Fall. Klar, also es gibt Bekannte, es gibt aber auch Freunde. Freunde ist für mich ein großer Begriff, da ist man ja schon sehr nah, finde ich. Und nicht jeder ist gleich ein Freund, aber es gibt auch Freunde. Und ich habe zum Beispiel mir überlegt, dass ich hier in Moskau nicht allein leben möchte, sondern habe stattdessen eine WG gegründet. Und da lebt jetzt auch ein Russe. Ein ganz, ganz toller Mitbewohner, mit dem ich tolle Gespräche führen kann, mit dem ich auch mal ein Glas Wein trinke und mit dem ich auch mal auf Partys gehe. Also, ich verfolge nicht viel, was in deutschen Medien, außer meinem eigenen, passiert. Im Deutschlandfunk bin ich ja dafür verantwortlich, was für ein Russlandbild wir zeichnen oder ich zeichne. Aber mir fehlt die Zeit, dann auch noch deutsche Zeitungen zu lesen und die ganze Zeit deutsches Fernsehen zu schauen, weil ich ja russische Zeitungen lese, russisches Internet lese und russisches Fernsehen schaue. So. Und das, damit ist mein Tag eigentlich voll. Sie haben nach dem Russlandbild gefragt. Ich finde eigentlich, dass das Russlandbild insgesamt nicht so schlecht ist. Weil es ganz viele unterschiedliche Geschichten gibt, viele unterschiedliche Blickwinkel auch, die in Deutschland zugänglich sind. Es kann sein, dass man das manchmal verschiedene Medien in der Beurteilung eines Vorgangs oder in der Beurteilung mancher Formen von Politik, die in Russland gemacht wird, zu einer einhelligen Auffassung kommen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Medien schlechte Arbeit machen, sondern möglicherweise ist an der Politik nicht etwas zu kritisieren. Ich glaube aber, dass sich die meisten Kollegen tatsächlich auch an die Trennung von Kommentar und Bericht halten. Und insgesamt finde ich, dass es immer noch eine ganz gute Vielfalt gibt. Es gibt, ich glaube, Deutschland ist vielleicht von den Amerikanern und den Briten, ganz sicher bin ich mir nicht, abgesehen, das Land mit den meisten Korrespondenten hier in Moskau, die hier leben, die hier jeden Tag einen Alltag haben, die zum Teil Familien haben und so weiter und deswegen glaube ich einen ganz guten Blick darauf haben. Sicherlich keinen vollständigen, das kann man auch nicht. Aber immerhin, wir bemühen uns, ich bemühe mich auch. Es ist alles, danke sehr. Ist alles okay, danke Ihnen. Danke dir.